Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag, schon auch guten Abend, liebe Leute. Musik an, bitte. Musik aus. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem frischen Video. Ja, liebe Leute, ich bin auch noch da, sei leise, komm. Was ist denn jetzt hier schon wieder im Studio los? Was soll denn der ganze Aufruhr hier? Da hinten haben wir noch einen Gast von mir. Wenn ich mir deine Videos anschaue, Digga, da muss ich mir auch nur an den Kopf greifen. Ja, und gestern ist was wirklich Spannendes passiert. Der Dennis war zum ersten Mal nach 0 Uhr draußen gewesen. Wie waren die Erfahrungen für dich jetzt zu so später Stunde tatsächlich noch unterwegs zu sein? Naja, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, heute gibt es eine Episode der dümmste Kommentar. Es war in letzter Zeit wirklich wieder bitter, ja. Es war bitter, auf YouTube unterwegs zu sein, aber Leute, macht euch keine Sorgen, ich räume das Ganze hier wieder auf, ja. Oder so ähnlich, ja. Nee, Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit kursieren mir ein bisschen viele neue YouTuber auf YouTube. Darunter keine geringere als jetzt irgend so eine Tuss, die ein bisschen zeichnen kann, ja. Ich habe mir die Zeichnungen angeschaut und man muss ganz klar sagen, bei der Arbeit, die da rein investiert, bei der ganzen Mühe und diesem heftigen Talent, sind die Bilder wirklich unter aller Sau. Jetzt habe ich mir also nach den Bildern auch nochmal ihren YouTube-Channel angeschaut. Hallo Leute. Hallo Leute. Nee, die ist jetzt eine, muss man mal ganz klar sagen. Die macht ihre Aufnahmen wirklich immer so. Da gibt's einen Cut, dann erklärt sie kurz was und danach fängt die einfach an zu lachen. Ein Video von ihm, da könnt ihr gerne draufklicken, könnt ihr es euch anschauen. Eine Richtung gehende Technik. Macht gar keinen Sinn. Also so eine Bravour habe ich von mir selten gesehen. Es wäre also ungefähr so, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Nico Fast. Naja, und heute habe ich mir voll... Da habe ich mir gedacht, da schnappe ich mir doch einfach mal... Nee, aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, die Julia hat hier eine extrem krasse Zeitung von mir rausgehauen. Machen wir weiter. Unser nächster YouTuber, den wir am Start haben, ist kein geringerer als unser guter Simon Unge. Lieber Simon, du hast in letzter Zeit wieder mehrere Videos auf deinem Channel hochgeladen. Unter anderem waren da Videos dabei wie das Schlafexperiment und mein Tag in einer Minute. Das sind wirklich revolutionäre Videos, die du da wirklich wieder auf den Markt gebracht hast. Also das Schlafexperiment, muss man ja schon mal sagen, war eine extrem geile Sache. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Nach dem Tag in einer Minute Video. Ich habe mich wirklich von dem Video auch inspirieren lassen und habe gedacht, ich hau heute von mir, weil ich so geil fand, einen Tag von mir in 5 Sekunden raus. Ey, Lazo, Alter, was machst du eigentlich die ganze... Naja, zu guter Letzt habe ich mir heute einen YouTuber der Extravaganz rausgesucht. Was das für ein Scheißgelaber sein soll, verstehe ich persönlich bis heute nicht. Der Typ haut wirklich extrem geile Stories raus, ja. Ohne Scheiß, ich bin nicht mal richtig bereit, das zu erzählen. Jetzt mal ohne Witz, ich könnte jetzt noch weiter labern, aber ich bin irgendwie nicht bereit dazu. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, Leute, ohne Scheiß, knallt, und das ist no joke, 70.000 Likes, Leute. Nee, apropos heftige Story, mir kommt da gerade auch irgendwie was in Sinn, wisst ihr? Neulich im Supermarkt gewesen, war eine extrem amüsante Geschichte. Ich bin dann dazu durch die Regale gelaufen, ja. Hab mir da wirklich, war wirklich hart kriminell, wie ich durch die Regale gelaufen bin. Hab dann da nach meinen Cornflakes gesucht, ja. Hab mich da auch schon wirklich beobachtet gefühlt, weil Cornflakes einzukaufen ist jetzt wirklich nicht gerade legal, ja. Und guck so ein bisschen um die Gegend und auf einmal sehe ich diese Tuss, ja. Und ich sehe so da... Digga, erzählst du gerade die Story, die du schon mal erzählt hast? Ja, aber das weiß keiner mehr, brauchst du nicht erwähnen hier. Ey, Digga, bist du doof? Dann mach doch einfach zwei Teile raus, sag, du willst 50.000 Likes und dann hast du mehr Klicks, mehr Geld. Oh Leute! Oh, ich kann grad nicht weiterzählen. Oh, Junge, es ist heftig. Ich kann die Story gerade echt nicht. Also, wenn da jetzt unter dem Video ist keine 50.000 Likes, also... Alles klar, Digga. Die nächste Episode Nico Faust YouTube wird wahrscheinlich in 7 Teile aufgesplittet. Guten Morgen, guten Mittag und auch, ach Leute, wisst ihr was? Mir schmerzt gerade übel in der Seele. Schmeißt auf die Episode 50 Millionen Likes, dann gibt's es guten Abend in dem nächsten Video und jetzt verpisst doch! I bleed it out, take it deeper, just to throw it away. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gemundet. Wenn es der Fall ist, dann...
gibt's auf keinen Fall bei 70.000 Likes die nächste Episode Chat Roulette. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, schaut beim letzten Video vorbei, abonniert diesen Dreckskanal endlich mal und ja, verpisst euch.